Montag wieder, das Wetter wieder schön. Das war im Jahr 1350 Grundstein gelegt vom Südturm. Das ist der hohe Turm, 137 Meter. Ja? Das ist der Korb, das ist auch ein Stück, ja? Ein Werkstück. Ja, früher hat man den 180. War so ein Gewissen. Wenn wir jetzt weiterschauen zum Geländer, dann sehen wir den Fotoverständnis. Und auch Buchstaben. Und eine Jahres. Ja. Das macht sonst kein Künstler, dass er sich zweimal abbildet. Wie gesagt, die wurde vor 82 Jahren abgebildet. Zu dieser Zeit. In der Revolution. Richtig auch. So, gibt es noch Fragen? Kaiser Friedrich III. Man sieht auch hier ein Bild von der Deckelplatte mit des Grafen Romas. Den Verpost. Ja, er mochte den Krieg nicht. Steinigung. Und man sieht auch den Maler links unten im Bild. Der hat dann vor dem Zweiten Weltkrieg ausgebaut. Den ältesten Altar im Dom, aber nicht von der Domkirche selbst. Das ist das sogenannte Wiener Neustädter Altar. Das heißt, das Altar war heilig. So, Robert, hand you. Schönen Klang hat sie. Ist da drin. Ja. Ja. Ja.
wird spät werden. Da kommen wir gar nicht mehr zu Hause und direkt in den Prater. Now go into the catacomb. Yes. Mit dem Kopf. Das ist das, was wir alles aber das ist schon mittels Kartenbild einmal. Also wenn das möchtest du lieber heute essen gehen? Das würden wir.
Kaffee. Aber in goldenen Sätzen? Nö, Mount Popa. Ja, genau, wie viele waren dort? 700 irgendwas. Ja, ja. Ne? Mount Popa, nein. Mount Popa, ne? 700? 747, glaube ich. Ja. Es ist aber weiß und lokal.